Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ich habe gerade echt Probleme mit meinem OBS gehabt. Ich krieg ständig Isaac. Und habe das im Moment sowieso, wenn ich Isaac aufnehmen möchte, habe ich ständig Probleme damit. Ich weiß auch nicht, was damit ist. Ich hoffe, es geht jetzt gerade. Ach ja. Und denn ich habe im Moment ständig das Problem. Erstmal da wegsprengen. Ständig das Problem, dass dass er mir rechts die Seite wegschneidet. Also da, wo ihr jetzt die Map und meine Items seht, dass da einfach als wenn er ein Viertel des Fensters nicht aufnehmen würde. Und das sah jetzt einfach mega kacke aus. Da habe ich jetzt auch ein paar Runs gehabt, die ich eigentlich gerne hätte hochladen wollen. Aber ging halt nicht, weil das sah einfach kacke wie sonst was aus. Man hat mich teilweise überhaupt nicht gesehen in dem Run. Weil rechts im Bild, hier, so alles was hier war, hat man nicht gesehen. Und das fand ich scheiße. Es war eigentlich ein ziemlich interessanter Run sogar, aber ja, wie gesagt, das sah einfach so kacke aus, da habe ich dann gesagt, nee, lass mal stecken. So, da ist ein Mr. Mega. Schön, dass da der Secret Room ist. Makes you small. Speeddown und entfestet. Und ja, ich sag mal, das war halt echt mega nervig. Was? Ach, das ist der Anti-Magnetic. Ach ja. Ja, das sind echt nervige Bosse. Oder was heißt Bosse? Champions heißen sie, glaube ich. Die andersfarbigen Gegner. So, ich habe gerade schon einen Part aufnehmen wollen. Der war auch bis dahin eigentlich total cool. Hab dann aber Magnetic Tears mitgenommen. Und dann kam der neue Pin. Also dieser Skelett-Pin. Und ich habe ein paar Mal damit geschossen. Mit Monstrous Lunge noch dazu, muss man sagen. Und das hat einfach megamäßig schnell meine Leben auf Null reduziert gehabt. Also ich hatte echt vier Herzen, vier rote Herzen und war einfach mal so schnell weg, das gab's gar nicht. Ist eigentlich schade um den Run, also ich hätte ihn gerne weitergespielt. Das hätte was werden können, aber naja, gut. Kann man halt nichts machen. Nee, da wüsste ich nicht, wo der Geheimraum sein sollte. Der könnte... jetzt wollte ich fast mit dem Finger drauf zeigen. Da oben links in der Ecke könnte der sein, aber ich glaube es eher nicht. Ich weiß es halt nicht. So. Naja. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder ein paar Parts Isaac aufnehmen zu können. Weil ich gucke Isaac, also ich gucke Isaac selber gerne. Gerade wenn dann so ein Spieler sich da tierisch drüber aufregen kann. Ich bleib da noch relativ ruhig meistens, aber ich find's halt auch ganz lustig, wenn da jemand total failt und sich dann da tierisch drüber aufregt. Habe ich früher immer geguckt bei einem anderen doch sehr großen YouTuber, jetzt keine über Millionengrenze, aber doch schon etwas bekannter, der YouTuber, Namen werden natürlich nicht genannt, braucht auch gar nicht fragen. Und der nimmt halt im Moment überhaupt nicht auf, Isaac. Ich weiß nicht, ob er das aufgegeben hat, aber ich hoffe einfach, das wird irgendwann wiederkommen bei dem. Trotzdem werde ich natürlich weiter selber Isaac spielen, also ich finde Isaac ist ein schönes Spiel. So, Goldraum. Ist da unten. Wir brauchen aber immer noch einen Schlüssel.
brauchen einen Schlüssel. Und du bist doch bestimmt hier, oder? Ja! Super. Erstmal das Feuer löschen. Erstmal da rein. Das müsste theoretisch der Shop sein, ja. Komm, und Joker. Two of Diamonds. Two of Diamonds. Ich hätte eigentlich die zwei Münzen noch da unten mitnehmen müssen. Also Two of Diamonds ist, denke ich, klar. Ich glaube, ich habe die Asse schon, die Zweier schon mal erklärt. Also die verdoppeln halt Items beziehungsweise da die Sachen Münzen, Bomben und Schlüssel. Und halt die roten Herzen mit Hart. So. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Herzenstechnisch stehen wir schon mal ziemlich gut da. Was mich halt tierisch nervt, ist, dass wir keine Schlüssel haben. Und Glutoni kann, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Run oder im letzten Run gesagt habe, den ich halt jetzt nicht hochladen kann. Ne, hier kann ja kein Secret Room sein, dass ich den Bucket of Lard oder wie er heißt, gerne hätte. Mit dem, das ist ein HP-Up und der gibt nochmal die Möglichkeit, Steine einfach so wegtrampeln zu können. Das heißt, ich bräuchte für einen Tinted Rock, bräuchte ich keine Bombe mehr. Wir sind hier Basement 2. Okay. Das heißt Devil Deal. Devil Deal. Ich will meinen Devil Deal. Komm, gib her. Und bitte mit was Coolem drin. Das ist, glaube ich. Das gibt, glaube ich, nochmal Soul Hearts. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele. Sister Maggie nehme ich definitiv nicht mit. Eins. Okay. Wie süß! Guck mal, wie klein Isaac ist! Ich finde den Isaac süß. So. Ja. Maggie müssen wir auch noch freischalten. Ach so, ja, also falls. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich in den Runs, die ich nicht hochladen werde, was freigeschaltet habe. Ich glaube nämlich nicht. Oh. Random Heart. Soul Heart. Kann durchaus sein, wenn, dann war es nichts Interessantes. Also ich habe wirklich nicht viel geschafft in den Runs. Einmal bis zum Warp bin ich gekommen und das war's. Also viel verpasst habt ihr sowieso nicht, aber ich hätte halt, ich glaube, insgesamt drei Runs, die ich hochgeladen hätte. Einmal den Eden Run. Weil man für ihn halt den Eden-Token braucht, hätte ich hochgeladen. Der war etwas über 20 Minuten lang. Lag aber auch größtenteils daran, dass ich da so schwach war, dass ich ewig gebraucht habe, um weiterzukommen. Nee, ich möchte eigentlich lieber den Broken Magnet, möchte ich behalten. So. Nee. Erst zum Goldraum irgendwie. Und hoffen, dass wir auf dem Weg dahin. Obwohl. Ja, wir machen das so. Wir machen erst den Boss. Hoffen, dass wir den Devil Deal bekommen. Weil wir haben ja keinen Schaden an roten Herzen genommen, aber die Wahrscheinlichkeit wird nochmal um 50% verringert, da wir in der letzten Ebene einen Devil Deal hatten. Das ist natürlich nicht so schön und ich sehe einfach nicht, wann die Dinger da hinten schießen. So. Also Gertie ist halt ein richtig tankiger Boss. Deswegen, das war eigentlich schon solider Damage, den wir da gemacht haben.
So, wie ich es befürchtet habe, leider. Leider kein Devil Deal. Dafür haben wir aber in der nächsten Ebene wieder, wenn wir nicht getroffen werden, eine Chance von 100% auf einen Devil Deal. Das wäre natürlich praktisch. Und, ich meine, das habe ich in einem Part erwähnt, der nicht hochgeladen wird. Dass, ich mir nie, zwar nicht sicher bin, wer es ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Char gibt. Ich meine, es ist Eve, der freigeschaltet wird, indem ich zwei Goldräume auslasse. Und dann muss ich Mom besiegen, also. Das, wenn wir jetzt Mom besiegen, müsste direkt einer freigeschaltet werden. Und ich meine, das wäre Eve. So. Wir haben zwei Goldräume jetzt geskippt. Mehr unfreiwillig als freiwillig. Trotzdem sind wir eigentlich gut dabei. Dafür, dass wir kein... Also die Szene habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, also irgendein Char wird dadurch freigeschaltet, das weiß ich. Und Kane sollten wir auch mal freischalten. Wie gesagt, das war schon mal in einem Part, das weiß ich, den ich auch hochgeladen habe, dass ich gesagt habe, dass Kane einer meiner absoluten Lieblingschars ist. Sogar eigentlich mein Lieblingschar. Inzwischen finde ich aber auch Lost sehr, sehr spielstark. Mit ein, zwei Item-Kombos, die relativ easy gemacht sind, kann Lost eigentlich fast alles durchrocken. Und vor allem, man muss sich halt überlegen... Ach, die verwandeln sich ja in Boney-Männer. Vergessen. Man muss halt überlegen, Lost kann halt alle Devil Deals gratis mitnehmen. Und deswegen finde ich Lost im Moment einen der stärksten Chars. Ich muss nachher mal gucken, ob der immer noch so bescheuert freigeschaltet wird oder ob das in Afterbirth mal geändert wurde. Weil dann musste man mit drei oder vier unterschiedlichen Chars an einem bestimmten Gegner in einer bestimmten Ebene musste man sterben, damit man The Lost freispielt. Und das werde ich dann definitiv... Wir werden schauen, ob wir irgendwie drumherum kommen. Weil ich möchte eigentlich kein Herz opfern dafür, dass ich den Goldraum mitnehmen kann. Weil das wäre ein ganzes Herz, was ich da opfern müsste. So. Ja. Genau deswegen möchte ich da kein Herz opfern. Okay. Da kommen wir wieder raus. Da ist ja nichts. So. Würde es mich mal interessieren, also von euch, wer Isaac spielt und wer es auch aktuell noch gerne, wer es auch wirklich aktuell mit Afterbirth spielt. Weil das ist immer relativ interessant zu wissen, wer es nur schaut oder wer es auch wirklich selber spielt. Ups. Das ist Poison Shot? It's a Virus, ja. Poison Touch. Nicht unbedingt so das geilste Item. Also das hätte ich auch gut und gerne, das hätte ich skippen können. Chop! Ich krieg gerade die Tanky-Bosse, kann das sein? Erstmal machen wir die Ads weg. Ich weiß gar nicht, ob Chop die auch wegmachen kann. Ach nee, der spawnt die auch.
Also wir haben nicht so viel Damage, dass der jetzt irgendwie instant down gehen würde. Aber das ist doch solider Damage, dass ich sage, da ist auf jeden Fall... Danke. Guppy's Collar. Achso, wir müssen... Da. So. So. Hinter der Statue von Satan immer mal eine Bombe legen. Da kann nämlich ein Tinted Rock liegen. Und da kann dann der Small Rock bzw. Soul Arts können da rauskommen. Ist mir persönlich zweimal passiert, dass das so war. Aber die Chance ist halt immer da. Deswegen mache ich es immer. Vor allem, wenn ich 7 Bomben habe. Oder 8 Bomben halt habe. Dann kann man das durchaus mal machen. Bony-Männer, immer schön bewegen. So. Okay. Ach komm, hör doch auf, ey. So, jetzt aber. Diese verkackten Drecksviecher. Was ich mal ausprobieren möchte. Ist da einer? Ja, da ist einer. Warum ich das ausprobieren wollte? Ganz einfach, weil ich dann nämlich in den hier kann. Nee. Für eine Goldkiste mache ich das nicht. Ich meine, das kann natürlich jetzt sein, dass in der Goldkiste, was weiß ich, Cricket's Head oder sowas ist. Was ich echt gerne mitnehmen würde. Also Cricket's Head ist ein sehr, sehr geiler Damage-Multiplikator. Und Multiplikatoren sind immer das, was am allerbesten ist. Also ein Multiplikator immer über einem Add. Weil Multiplikatoren machen jedes Damage-Up, beziehungsweise jedes Speed-Up etc. pp. Macht das nochmal stärker. Aber... Toll. Jetzt bin ich durch diesen Scheißraum... Oh, okay. Hat sich gelohnt. Für 2 Schlüssel hat sich das echt gelohnt. Ich finde den Isaac immer noch süß. So. Die Räume mag ich nicht. Oh, Hollow. Auch noch ein Boss, den wir so, glaube ich, wirklich als Boss noch nicht gehabt haben. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, den Boss haben wir noch nicht als Endgegner gehabt. Sondern jetzt halt gerade mal das erste Mal gesehen. Ist halt normalerweise echt ein Endgegner. Little Brimstone, Evil Friend, hat den normalen Brimstone nur halt als Begleiter. Okay, kann ich mitleben. Ein halbes schwarzes Herz gegen einen... Ach, er gegen 2 Soul Hearts. Kann man mit leben. Ich sollte weniger auf Little Brimstone achten. Ich sollte halt mehr auf... Oh ja, Cat O9 Tails. Eigentlich easy. Gehen wir weiter. Mom. Der Mom-Kampf steht uns jetzt noch bevor. Vielleicht ein Boss-Rush. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich muss halt nochmal gucken, wo ich den D6 freischalte, weil den hätte ich gerne halt noch mit Isaac. Man sieht, der Schaden ist immer noch nicht so gewaltig. Nee, ich glaube, den Boss Rush schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, das wird zeitlich nichts mehr. Faith up. Ich glaube, die Chance auf Eternal Arts wird dadurch erhöht. Da bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, also gerade bei Trinkets, ich kenne nicht alle Trinket-Effekte.
Von den alten Effekten, ich denke schon, dass ich da alle weiß, aber das ist, glaube ich, einer der neueren. Den kenne ich nicht. Und wenn es ein alter ist, dann habe ich das Ding nie benutzt. Ich nehme ihn jetzt aber trotzdem mal mit, weil den Broken Magneten brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Weil Münzen sind ab der nächsten Ebene sowieso wurscht. Außer wir finden halt noch irgendwo Money equals Power, aber das bezweifle ich ganz stark. Weil soweit ich weiß, ist der nicht im Bullshit. Absoluter Bullshit. Ein Schlüssel gegen... Ja, machen wir, weil dann können wir einmal den nehmen. Also Boss Rush werden wir nicht schaffen. Dafür kann ich hier aber sicher gehen, dass ich zumindest da ein bisschen besser aufgestellt bin, gerade in Schlüsseln. Das ist ein Scheißraum. Da kriege ich immer Schaden. Ach ja. Jetzt möchte Mom uns noch aufhalten, bevor wir zu ihr kommen. Boah, das war die Knochen-Mom-Hand. Knochen-Mom-Hand. Wow. So. Diligent. Und... Ne, da nicht. Ach Moment, wir können aber in den Shop. Das müsste der Shop sein hier. Weil wir kommen sowieso umsonst rein. Und da wir ja eh nicht mehr auf den Boss Rush spielen können, können wir uns auch die Zeit nehmen. Infested. Nehmen wir das noch mit und Restock brauchen wir nicht. Das hätte ich vorher kaufen müssen. Das hätte ich vorher kaufen müssen, dann hätte ich mir, ich glaube, permanent Pillen. Also, dann gehen im Shop die Items nicht aus. Also, die Pillen und sowas, die gehen dann nicht aus. Einmal da. Jo, richtig geraten. Ich weiß nicht, zählen die alle dazu? Da bin ich unsicher. Weil ich glaube, das ist einfach einmal... warum ich die in die Luft jage? Weil es 5% extra Chance gibt auf den Devil Deal, wenn man den Shopkeeper killt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das aufaddiert wird, wenn man mehrere von diesen Puppen killt. Oder ob das einfach nur einmal 5% sind. Ich meine, wir haben... Ah ne, wir hatten in der letzten, glaube ich, einen Devil Deal. Hatten wir? Weiß ich gar nicht. Ne, hatten wir nicht. Da hätte ich ja was mitgenommen. Ich habe, glaube ich, in jedem Devil Deal, den wir hatten, habe ich was mitgenommen gehabt. Komm her. Also wir sind zwar nicht unbedingt stark, aber wir haben auf jeden Fall... Ups. Wir haben auf jeden Fall so eine interessante Combo, dass ich sage, damit kann ich durchaus leben. The Womp. Sacred Womp. Und ich gehe direkt in die Sackgasse. Geil. Also ich kann auf jeden Fall mit dem Damage im Moment noch leben. Ich weiß nur nicht. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Das sind die Brimstonies. Macht mal. Danke. Upsi. So.
Jo, danke. Touch fuzzy, get dizzy. Blast damage, ja, ist okay. Warum kann ich das sehen? Welches Item macht das gerade? Dass ich sehen kann, wo... Macht das der Pilz? Ich weiß es nicht. Ich benutze den eigentlich nie. Ich habe den jetzt einfach mal random mitgenommen. Und das ist ein ziemlich ekliger Raum, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben so viele Bomben. Boah, ihr habt das gesehen. Also die Bombe ist inzwischen größer als Isaac. Isaac ist jetzt aber auch echt winzig geworden. Ich weiß gar nicht. Selbst Little Brimstone ist größer als Isaac. Also ich glaube, das ist der kleinste Isaac, den ich je hatte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch kleiner geht. Bis dann nachher sieht man den gar nicht mehr. Nachher ist das so ein Pixel auf dem Bildschirm. Das finde ich cool. Und die Spikes sehen irgendwie anders aus als die anderen. Also die normal da sind. Ups. Ja, bist tot. Ach, ich liebe einfach The Pact. Ha, toll. Ah, super, ich bin über 50, stimmt. Nächstes Mal wird's ein Kane-Run geben. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, weil wie gesagt, ich liebe Kane. Das ist einer meiner absoluten Lieblingschancen. Und wir haben genug, dass wir es ausprobieren können. Jo, da ist er. The Secret Room. Ich weiß nicht, ob du mit als Shopkeeper zählst. Wir jagen dich trotzdem einfach mal in die Luft. Aber eigentlich müssten wir sowieso bei 100% Devil Needle Chance sein. Stimmt nicht. Wenn ich in den letzten zwei Ebenen irgendwo einen hatte, wird das nochmal um zusätzlich 25% reduziert. Und ich glaube, ich hatte vor zwei Ebenen hatte ich einen Devil Deal. Ja, komm raus. So. Ich habe aber auch kein Spacebar-Item gefunden, wa? Oder hatte ich die... War die Bienen... Die Spacebar-Bienen? Ich weiß, wir haben eine Bienen gefunden gehabt, die ich nicht mitgenommen habe. Okay. Wo ist der Super-Secret-Geheimraum? Super-Secret-Geheimraum. Oh. Speeddown. Nein. Tears up. Luck up. Amnesia. Das ist mir wurscht. Und Tears down. Schade. Aber meine Tears sind immer noch so zügig unterwegs, dass ich sagen kann. Oh mein Gott, den Boss hatte ich ewig nicht. Also als Boss. So als normalen Gegner habe ich den öfter, aber so als Boss habe ich den ewig nicht gehabt. Weil ihr seht warum. So als Boss ist der jetzt nicht unbedingt die Wucht. Ist das nicht sogar auch nochmal ein kleiner werden? Gimpy, ja, nehmen wir mit. Gimpy, wenn... gibt ab und an mal Soul Hearts. Also, das ist definitiv ein Item, was ich unbedingt mitnehmen möchte. Und ich denke, das dürften wir auf jeden Fall gewinnen, den Run. Also, ich lege mich fest, dass das ein gewonnener Run ist. Wenn jetzt nicht absoluter Bullshit passiert, dürfte der Run gewonnen sein. So... Ach, Dreck. Warum musst du gerade in dem Augenblick respawnen, wo ich durchrennen möchte? So ein Scheiß. Die können sogar auch Bosse sein. Und die sind halt in Womp, sind die normale Gegner. Und tschüss. Blackheart.
Ich schwör's euch, wenn ich den Run jetzt noch in den Sand setze, dann schiebe ich das auf die Uhrzeit. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Und ja, ich bin jetzt schon wach. Ich habe schon geschlafen. Also ich habe jetzt nicht die Nacht durchgemacht, ich habe schon geschlafen. So. Das dürfte locker ausreichen. Mit Mega Blast reicht das. Tears up. A bad trip. Gut, dass die im Pool ist. Dann erkenne ich sie das nächste Mal. Ich weiß gar nicht. Ah, nee. Wir kommen nicht weiter. Also, hier ist gleich Sense. Wenn wir das geschafft haben, ist gleich nach der Ebene Sense. Wenn wir sie schaffen. Also, das ist auf jeden Fall die letzte Ebene, sagen wir es so. Außer ich finde einen Sacrifice Room. Ach, ich finde es immer wieder schön. So. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Part gesagt habe, wo. Den ich hochgeladen habe oder den ich nicht hochgeladen habe. Das ist ein Arcade Room und das ist der Hütchenspieler. Man gibt dem was, dann zeigt er, was man kriegen kann. Dann sucht man sich's aus und dann hat man eventuell Glück oder halt auch nicht. Man gibt eine Münze, kann einen Schlüssel kriegen. Wow, ich habe gerade Glück. Münzen. Im Übrigen, es ist vollkommen egal. Ja, Herzen sind wurscht. Und dann, das wollte ich noch zeigen, dann kann man halt Glück haben oder man hat halt Pech, dass ein Gegner rauskommt. Oder es passiert gar nichts. Also das sind die drei Möglichkeiten. Es passiert gar nichts. Dann hat man halt nur seine Münze verloren. Man kriegt das, was er gezeigt hat. Oder man kriegt eine Fliege oder ich glaube auch eine Spinne ist möglich da. Bin ich mir aber nicht sicher, ob da Spinnen auch spawnen können. So, möchte ich das? Ja, ich möchte das. Ich habe inzwischen so viele Schlüssel, dass ich das machen kann. Trollbombe! So. Und weiter geht's. Und... Schade, ich bin nicht schnell genug hinter den Felsen gekommen. Ach, das ist das Potrott. Für alle die, die es nicht wissen, Potrott ist ein Pokémon. Sieht genauso, oder sieht relativ ähnlich aus wie das Viech. Und die können sich vermehren. Das finde ich ein bisschen scheiße. So, meine Lieben. Da einmal eine Bombe hinhauen. Da einmal eine Bombe hinhauen. Ne, den Super Secret Geheimraum, den finde ich jetzt noch. Ich sag immer noch Super Secret Geheimraum. Der Super Secret Room. Bist du das? Ja, müsstest du. Ne, das bist du nicht. Denn der Super Secret Room grenzt an keinen anderen Raum an. Dann bist du das nämlich. Wow! Wir machen es ein bisschen dunkler in dem Raum und dann war's das. Cool, hier kriechen Maden drin rum. Also ich würde sagen, das sind Maden. So, einmal gucken, dass wir da die Scheißviecher wegkriegen. Achso, Moment, wir können das noch machen. Einmal den Damage erhöhen durch die Tarotkarte. So, Gimpy, rette mir den Arsch, danke.
Easy Game, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Isaac und dann, wie gesagt, mit einem Kanan-Run. Das war ein sehr erfolgreicher Run. Die Aufnahme sieht immer noch sehr schön aus. Das heißt, die werdet ihr auf jeden Fall sehen. Haut rein, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.